Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Maas, wenn ich diese Reden hier so höre, dann glaube ich, haben Sie ein Problem. Nicht alles, was lange währt, wird gut. Nachdem Sie sich nun ein knappes Jahr um diesen Entwurf in der Koalition gestritten haben, ist er um keinen Deut besser geworden als zu Beginn. Das hehre Ziel, endlich die Istanbul-Konvention umzusetzen und nicht einverständliche sexuelle Handlungen unter Strafe zu stellen, ist komplett verfehlt. Dazu wäre es erforderlich gewesen, den Tatbestand des § 177 von Grund auf neu zu fassen und so zu formulieren, dass es weder auf eine Nötigungshandlung des Täters noch auf den Widerstand des Opfers ankommt. Und was machen Sie stattdessen? An den 177 trauen Sie sich gar nicht dran und verschlimmbessern stattdessen den 179, der schon durch seinen bisherigen Titel deutlich macht, wo das Problem liegt. Missbrauch widerstandsunfähiger Personen. Alle Ihre drei neuen Tatbestandsvarianten stellen darauf ab, warum und wieso ein Opfer keinen Widerstand leistet. Selbst wenn dem Täter nachgewiesen werden kann, dass er den entgegenstehenden Willen des Opfers erkannt hatte, ist diese Tat bei fehlendem Widerstand nicht strafbar. Es sei denn, das Opfer kann beweisen, dass es erstens aufgrund eines körperlichen oder psychischen Zustands widerstandsunfähig war oder zweitens zu überrascht war für Widerstand oder drittens für den Fall des Widerstandes mit einem empfindlichen Übel rechnet. In allen drei Varianten hängt die Strafbarkeit vom Verhalten des Opfers und den Gründen für den fehlenden Widerstand ab. Das ist genau das Gegenteil von dem, was in der Istanbul-Konvention vereinbart wurde. Sie bereinigen bei dieser Gelegenheit nicht einmal die in der geringeren Strafandrohung liegende Diskriminierung widerstandsunfähiger Personen. Und das ist auch offensichtlich kein Versehen, da Sie in der Begründung ausdrücklich betonen, dass Sie die Überwindung von Widerstand schlimmer finden als die Ausnutzung von Widerstandsunfähigkeit. Zum Ausgleich konstruieren Sie dann in Absatz 3 wieder einen besonders schweren Fall, wenn die Widerstandsunfähigkeit auf einer Behinderung beruht. Logisch ist das nicht. Es ist die Fehlerkorrektur der Fehlerkorrektur einer fehlerhaften Grundannahme. Sie schaffen es einfach nicht, sich davon zu lösen, dass das Opfer Widerstand leisten muss. Streichen Sie den 179 komplett, vergessen Sie den Widerstand und konzentrieren Sie sich endlich auf die eigentliche Tathandlung. Wir haben Ihnen mit unserem Gesetzentwurf eine rechtliche Lösung vorgeschlagen, mit der wir auf den erkennbar entgegenstehenden Willen des Opfers abstellen. Ob das Opfer diesen Willen verbal äußert oder durch Gesten, Mimik, Körperhaltung, Tränen oder von mir aus schriftlich, ist dabei nicht entscheidend. Wie immer sind die Gesamtumstände der Tat vom Gericht zu bewerten. Und wer aus Überraschung oder körperlichen Gebrechen gar keinen entgegenstehenden Willen bilden konnte, der ist von der Arg- und der Wehrlosigkeit erfasst in unserem Entwurf. Und damit hätten wir alle nicht einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe gestellt, so wie es die Istanbul-Konvention erfordert. Und kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit der Beweislage. Die wird nicht schwieriger oder weniger schwierig. Diese ureigene Aufgabe des Gerichts können wir ihm nicht abnehmen. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber ist es, festzulegen, was bewiesen werden muss. Und das darf eben gerade nicht der Widerstand sein. Der von den Linken eingebrachte Vorschlag sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als unser grüner Vorschlag, weil er eine andere Systematik wählt. Inhaltlich entspricht der Grundtatbestand des 174 dort aber dem von uns gewählten Anknüpfungspunkt des erkennbaren Willens. Und diejenigen, die aus bestimmten Gründen nicht zur Willensbildung in der Lage sind, werden durch einen neuen § 177 erfasst. Leider wird dabei auch, wie im Regierungsentwurf, eine Sonderregelung für Behinderte gewählt. Außerdem führt die Systematik zu sehr langen Tatbeständen, in denen sich dann einiges zwangsläufig wiederholt. Beim Umfang von Gesetzestexten favorisiere ich das Motto so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Grundsätzlich ist jedenfalls auch der Vorschlag der Linken gut geeignet, die Istanbul-Konvention umzusetzen und die Strafbarkeit von der leidigen Frage des Widerstandes zu lösen. Der Regierungsentwurf hingegen hat sein Ziel verfehlt und ist absolut ungeeignet, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Vielen Dank. Als nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion.